Ja, liebe Freunde, es ist vollbracht. Die AfD Mecklenburg-Vorpommern ist im Schweriner Landtag. Von 0 auf über 20%, das ist ein stolzes Ergebnis, was wir uns vor einiger Zeit noch nicht hätten erträumen können. Wir schreiben hier heute in Mecklenburg-Vorpommern Geschichte. Endlich gibt es wieder eine Opposition im Landtag. Und das Sahnehäubchen ist natürlich das, dass wir Merkels und Cafiers CDU hinter uns gelassen haben. Endlich wieder eine Opposition in Schwerin und in einem Jahr dann hoffentlich auch im Bundestag in Berlin. Und vielleicht ist das heute der Anfang vom Ende der Kanzlerschaft Angela Merkels. Das muss unser Ziel sein. Wir wollen stark auch im Bund werden. Aber erstmal wollen wir natürlich auch den Bürgern danken, die uns gewählt haben, die uns einen Vertrauensvorschuss gegeben haben. Denn wir sind ja nun mal die Neuen und müssen uns erst beweisen. Deshalb herzlichen Dank, liebe Mecklenburger, herzlichen Dank, liebe Vorpommern, dass Sie uns Ihr Vertrauen geschenkt haben. Wir werden natürlich hier konstruktiv im Landtag mitarbeiten, in welcher Konstellation auch immer, das werden wir heute noch sehen. Noch ist der Abend ja lang, vielleicht steigen unsere Zahlen ja noch etwas an. Das hat sich bei den letzten Wahlen gezeigt, dass wir auch noch mal über den Prognosen am Ende gelandet sind. Wir hoffen drauf, aber sind natürlich froh, dass Mecklenburg-Vorpommern jetzt als 9. Bundesland eine AfD-Fraktion bekommt. Ich möchte mich auch wirklich herzlich bedanken bei den vielen Helfern, unseren Mitstreitern, die diesen Wahlkampf so hervorragend geführt haben. Es ist ja bei uns so, wir haben kein so großes Budget wie die Altparteien. Bei uns legt jeder noch Hand an beim Plakatieren, beim Flyern, beim Veranstaltungen durchführen. Alle waren mit dabei, waren sehr aktiv und haben diese Partei hier in Mecklenburg-Vorpommern so nach vorne geholt. Dafür herzlichen Dank euch allen.